Das, meine Freunde, ist eine dreipolige Kfz-Steckdose, die ich am Januar hinten anbauen möchte. Und da habe ich mal die Halterung ausgedruckt. Und wie ich das Ganze hier befestige, zeige ich euch jetzt dann gleich. Jetzt schraube ich hier bloß noch mal schnell runter. Das Ganze hier runter. Ja, ich habe momentan Probleme mit der Hand. Ich habe mir hier volle Kanne hier einen Uhrenschlüssel. Ich habe so eine alte Uhr aufgezogen. Und fragt's mir nicht, was auf einmal bei der Uhr passiert ist. Auf einmal dreht sich dieser Schlüssel volle Kanne rückwärts und haut mir meine Finger zusammen. Ganze Hand tut mir weh. Ich weiß nicht, was da passiert ist genau mit der Uhr. Und jetzt habe ich echt gerade Probleme mit Werkzeug in die Hand nehmen oder so weiter. Und genau die rechte Hand ist natürlich, was alles immer passiert. Ich mache so viel in der Werkstatt mit Traktoren, mit allem Möglichen. Und wo verletze ich meine Hand? An einer stinknormalen Uhr. Im Bagger habe ich mir ja auch so eine Steckdose eingebaut. Da habe ich es mir auch ausgedruckt, sodass ich es ja, ohne Bohren befestigen kann. Und genauso habe ich das jetzt beim Janmar gemacht. Jetzt ist die Platte hier unten. Das ist dann die Anpressplatte oder die Gegenplatte, wo ich es halt dann befestige. Hier in der Mitte ist eine Schiene. Ich zeige es euch gleich. Jetzt habe ich natürlich hier wieder eine Sicherung. Oder eine Sicherung ist noch keine drin, aber ein Sicherungshalter mit Kabel. Und ich mache mir hier so ein zweipoliges, ich glaube, das ist ein, ich weiß es gar nicht, 2,5 Quadrat, 2x 2,5 Quadrat Kabel zwicke ich mal dann dementsprechend ab. Das kommt hier an die Klemmen dran. Ich nehme es bloß als zweipolig her, den dritten Pol, was ist das eigentlich? Ich glaube, Masse oder was das vielleicht ist, brauche ich jetzt in dem Fall nicht anschließen. Also bei mir sind es bloß die zwei, die ich benutze. Hier mache ich es jetzt einfach so, das verlöte ich, mache einen Schrumpfschlauch drüber, dann passt das auch. Einige werden jetzt sicher wieder schreiben, ja, ich hätte das so und so gemacht, lieber nicht löten und so weiter. Ja, dann macht es halt einfach anders. Wie schon gesagt, ich löte jetzt. Es gibt ja so viele Verbindungstechniken mittlerweile. Man könnte Vakuumklemmen nehmen, verbinden, tun es alle. Und wenn man sogar Lüsterklemmen nimmt, theoretisch geht sogar das, sage ich mal, und hat früher jahrelang gehalten. Früher gab es nichts anderes als Lüsterklemmen. Da hat man entweder gelötet oder Lüsterklemmen. Einige sind nicht so der Fan von Löten. Andere, wie schon gesagt, dann heißt es wieder Vakuumklemmen. Ja, aber Vakuumklemmen sind ja auch nicht so gut. Die sind ja wieder nicht für Kfz-Bereich zugelassen, offiziell. Ach, da gibt es so viele Vor- und Nachteile von allen Verbindungstechniken. Und ich denke mal, ich habe früher schon viel verlötet. Und warum soll das nicht halten? Der Profi nimmt jetzt einen Heißluftföhn, ich nehme ein Feuerzeug. Gehen wir mal raus und bauen es mal kurz an. Also, wo baue ich das Ganze jetzt hin? Das kommt hier hinten hin. Und zwar, ihr seht jetzt schon, für was diese Einkerbung ist oder die Halterung, wie die funktioniert. Ich setze das Ganze jetzt einfach nur hier an. Es hält jetzt schon super. Und von hinten kommt hier einfach der Deckel drauf. Also wer jetzt noch nicht von einem 3D-Drucker überzeugt ist, weiß ich auch nicht. Es erleichtert halt einfach vieles. Man kann sich so viel damit bauen. Man muss sich, wie schon gesagt, nur mit der 3D-Software auskennen. Oder wenn man das nicht kann, dann muss man sich die Teile, Modelle halt runterladen bei www.jackie.com. Oder andere Seiten wie Thingiverse und welche ist noch als Printtables, glaube ich, heißt das noch eine Seite. Aber wie schon gesagt, ich kann auch nicht alles selber erstellen. Komplizierte Modelle zum Beispiel, die kann ich auch nicht. Oder es wird einfach zu zeitaufwendig sein, aber so Kleinigkeiten geht schon. Ihr könnt es mir aber gerne mal mitteilen, ob ihr da schon was habt in dem Bereich. Habt ihr einen 3D-Drucker? Wenn ja, welchen? Erstellt ihr Modelle selber? Nehmt ihr. Was nehmt ihr für Programme her? Ja, und so schaut die Steckdose jetzt hier aus. Halten tut's, verrutschen tut hier nichts mehr. Bombenfest. Steckdose. Und jetzt geht's noch ans Kabel anschließen. Hier ist die Batterie drunter beim Janmar. So. Wir haben hier Plus. Hier haben wir Minus und hier haben wir Plus. Wir werden hier mit einem Kabelschuh drauf gehen. Entweder das kurz lösen, aber ich glaube hier, wenn wir mit einem Kabelschuh drauf gehen und dann noch eine Mutter drauf tun, dann kommen wir hier gut klar damit. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das nicht anders baue. Ob ich mir nicht hier gleich so einen Schalter mit einbaue.
Jetzt erzähle ich euch mal was. Ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt. Entweder kommt das Video zuerst mit dem hier oder eins meiner zukünftigen Projekte. Das ist das Steuergerät hier. Das ist nämlich hier kaputt. Der Hebel, der hat hier keine Federwirkung mehr. Also das Steuergerät ist kaputt. Und eins meiner zukünftigen Projekte ist, das Ganze hier mit Joystick-Steuerung zu bauen. Ich möchte mal hier einen Joystick hinbauen. So ein Indema-Joystick. Und das Steuergerät woanders hinbauen, nicht hier. Und das Ganze hier unten dann mit so einem Steuerdraht halt, oder wie heißen die Dinger, verlegen halt. Und die Steckdose soll ja nicht nur im Aufladen vom Bulldog dienen, also Aufladen von der Batterie dienen, sondern was ich auch noch als eins der zukünftigen Projekte machen möchte, das ist, dass ich mal hinten so einen kleinen Düngerstreuer hin tue. Salzstreuer, Düngerstreuer, irgendwas halt, wo ich vielleicht einmal den Hühnermist, wenn er zum Beispiel trocken ist, auf die Wiese ausbringen kann, direkt draufbringen kann. Das ist nur ein Beispiel, den großen Düngerstreuer, den ich mir mal gekauft habe dafür vom Stefan, den habe ich nicht mehr, den habe ich deswegen hergegeben, der war nie geeignet dafür. Ich bräuchte das Ganze ein bisschen kleiner, handlicher, und das geht mit 12 Volt, mit einem 12 Volt Motor zu bewerkstelligen, da bräuchte ich nicht einmal Zapfwelle. Und zum Beispiel jetzt nur. Und warum jetzt nicht diese gleich schaltbar bauen? Das könnten wir jetzt gleich machen. Ich habe hier so einen 12 Volt Schalter. Na, 12 Volt, eigentlich ist es ein 230 Volt Schalter, so ein Mini-Schalter für beide Richtungen. Einmal Linkslauf, einmal Rechtslauf, dass wir den gleich einbauen. Und wenn ich weiß, dass hier diese ganze Konsole mit Joystick und so weiter hinkommt, ob ich das jetzt nicht so baue, dass das hier, dass ich es dabei noch lasse und das Ganze so baue mit dem Joystick, die ganze Konsole. Dass ich hier das schon mal einbaue, vielleicht sogar mit dem 3D-Drucker erstelle. Jetzt mach mal kurz was anders. Ich habe einen Gelenkwellenschutz gekauft für das Mähwerk, für die Gelenkwelle vom Mähwerk. Und da habe ich die von, erkennt man es, FK Söhnchen gekauft. Ist in ihre Eigenmarke, auch wieder selber gekauft, keine Werbung. Aber erst einmal möchte ich mal kurz dazu sagen, es war keine Längenangabe dabei. Das heißt, muss man schnell ausmessen, dass es, ihr wisst, falls ihr sowas kaufen möchtet. Das Problem ist einfach, in der Artikelbeschreibung gab es keine Länge. Es heißt zwar hier Gelenkwellenschutz komplett, war recht günstig vergleichsweise, ich glaube um die unter 50 Euro. Also hier haben wir eine Rohrlänge, sage ich mal, von 1 Meter. Und das andere Rohr ist auch ungefähr 1 Meter lang, sowas. Ansonsten war es sogar komplett mit Ketten dabei. Hier mit Ketten. Und ja. Das war jetzt übrigens einer der wenigen Hersteller, wo Größenangaben dabei gestanden ist. Auch vom Gleitring zum Beispiel. Das ist der hier drin. Wo dann das hier außen rum. War übrigens auch dabei. Bei anderen war es immer so, dass Größe 2 geheißen hat, Größe 3, und ich nicht gewusst habe, ja, was machst du denn damit? Was brauchst du jetzt für einen Gelenkwellenschutz, für deine Gelenkwelle an dem Fahrer KM20 Mähwerk? Ja, jetzt habe ich überlegt, wie kriegst du das raus? Ich habe die ganze Zeit rumprobiert und rumgetan. Hier ist 3 so Verriegelungen, aber mit dem Schraubendreher kommt man rein. Es war recht die Fummelei. Ich zeige es euch jetzt, wie es ich gemacht habe. Ich habe es hier. Hier habe ich es schon fertig, da habe ich das Ganze zerlegt und es war wirklich alles andere wie einfach. Das ist hier, den lasse ich dann drauf, das ist dieser Freilauf von der, vom Mähwerk, von der Gelenkwelle, und kürzen müssen wir es noch. Jetzt zeige ich euch meinen Trick, wie ich das Ganze hier gemacht habe, weil es wirklich keine Anleitung dabei, wie man es zerlegt. Man bekommt die und das war's dann. Also wir haben hier diese 3 Nasen. Also ich bin hier reingegangen, hier zum Beispiel, dann habe ich die eine hier weggedrückt. Die ist hier drin. Ja, wenn die jetzt gerade nicht will, dann... Ne,
nehmen wir die nächste, die will. So, genau, jetzt kann ich es hier wegtun. Und jetzt nehme ich mir die flache Seite von so einem Kabelbinder. Größeren Kabelbinder und steckt den da hinten rein. Hier. Jetzt kann die nämlich nicht mehr einrasten hier. Und das Ganze mache ich mit den anderen zwei auch und nur dann geht das Teil raus. Das ist echt ein bisschen eine Fummelei und nervig. Die Kabelbinder ist mir das Einzige, wo mir eingefallen ist, was ich machen könnte. Und vor allem, weil es schnell und einfach da sind. Ich habe mir gedacht, ja gut, drei Schraubendreher reintun. Das ist auch wieder so eine Fummelei. So. Und ihr seht es, jetzt ist es schon runtergefallen. Sobald man die drei drin hat, geht das Ganze hier zurück. Anschließend hier den Ring abmachen. Den tut man dann, das ist der Gleitring, den tut man über die Gelenkwelle drüber schieben. Das zeige ich euch jetzt gleich. Echt ein bisschen eine Fummelei, aber einmal heraus, wie es geht, dann ist das kein Problem. Also mit Kabelbinder hat sich das jetzt wunderbar bewährt. Also hier schieben wir jetzt einfach diesen Gleitring hier drüber. Das war's. Anschließend schauen wir noch, dass wir das Rohr kürzen. Sauber machen und das Ganze und einfetten neu, das machen wir natürlich dann auch noch, das ist klar. Aber jetzt geht es mir erst einmal um den Schutz hier. Ungefähr, wenn es so lang ist, dann machen wir den 2 cm kürzer, also machen wir ungefähr hier hin. Dann geht das, dann ist das kein Problem, das später zusammenzuschieben. Früher hatte ich mal einen Grater für sowas. Aber irgendwie einen Grater finde ich jetzt nicht. Da dürft ihr mir gerne mal schreiben, was ihr dafür Fett nehmt. Nehmt ihr überhaupt Fett her? Einige, habe ich gehört, nehmen ja ganz normales Sprühöl her. Aber ich denke mal, wenn jetzt da ein Schutz drüber ist, dann ist das wurscht, ob Öl oder Fett, weil eigentlich sollte dann kein Schmutz so richtig mehr hinkommen. Denke ich mal. Aber gerne mal schreiben, was ihr da nehmt. So, das war's schon. Machen wir mal schnell runter und machen hier auch Fett drauf. Auch wenn man später natürlich dann auch noch irgendwie fetten kann. Dann tun wir jetzt den hier wieder drüber. So, das war's. Eingerastet und fertig. Also Kostenpunkt ungefähr 45 Euro sowas, 42 bis 45 Euro. So ungefähr hat der Schutz gekostet. Das ist der eine Teil, den anderen Teil, den mache ich dann alleine draußen am Mähwerk. Und im Einsatz seht ihr es ja dann beim nächsten Mähen. 10 Stunden später, na eigentlich sogar noch länger, weil ich habe es ja entwerfen müssen auch noch. Nur der Ausdruck hat 10 Stunden gedauert. Richtig massiv. Halbes Kilo schwer. Kommt hier hin und schaut richtig geil aus. Was sagt ihr? Oben kommt der Joystick rein. Das hier ist eine Abdeckplatte, die habe ich mir extra ausgedruckt, mit 6 Schrauben befestigt. Hier sind die Muttern für den Joystick drin. Und hier kommt der eine Schalter, um die Steckdose zu schalten. Die habe ich jetzt natürlich nochmal weggebaut. Warum? Nachdem ich es jetzt anders baue, musste ich natürlich die Kabel auch anders verlegen. Das heißt, in erster Linie habe ich hier das nochmal abgezwickt, habe das Kabel nochmal, habe es jetzt hier schon mal angeklemmt. Das Kabel kommt jetzt hier durch dieses eine Loch durch, geht dann im Kotflügel rein. Hier müssen wir noch ein Loch bohren. Also der Drucker, für alle, die es interessiert, ich habe diesen FL-San V400 Drucker. Deswegen hat es 10 Stunden gedauert oder nur 10 Stunden. 70% Infill habe ich es ausgedruckt. Normalerweise mit einem anderen Drucker, glaube ich, wird das 2-3 Tage dauern zum Ausdrucken, mit meinem Drucker 10 Stunden. Und jetzt tun wir hier dann den Joystick rein. Ich hoffe, er passt. Den Joystick habe ich noch nicht. Ich habe jetzt das Ganze schon bestellt. Das heißt, wir machen jetzt heute nur mal die Vorbereitungen. Und wenn dann der Joystick und das Ganze kommt, dann kommt hier ein neues Steuergerät hin, weil, wie schon gesagt, das hier ist kaputt. Es funktioniert hier nicht mehr. Da ist diese Feder auch da drin kaputt. Und ich habe keine Ahnung, ob die Feder wird, glaube ich, da drin sein, soweit ich das verstanden habe. Jedenfalls kommt hier ein neues Steuergerät rein. Jetzt kommt erst einmal das Kabel verlegen.
Ich habe vorhin gerade durchgemessen, hier an den Steckern hier habe ich auch übrigens 12 Volt aufliegen. Ich hätte es also theoretisch auch da nehmen können, aber nur theoretisch, weil hier ist geschalten über den Zündschlüssel. Da habe ich hier einen Stecker. Wahrscheinlich ist das für die, hier ist ja der Blinker und das wird wahrscheinlich sein, wenn hier auf der Seite noch eine Konsole wäre, die Originalkonsole, da sind auch so Schalter und alles Mögliche drin. Brauche ich aber in meinem Fall nicht, weil ich brauche es ja ohne ungeschalten. Ich möchte ja auch darüber laden können. Das ist hier der Deckel. Habe ich hier so Muttern eingebrannt. Die halten auch sehr gut. Das sind spezielle zum Einbrennen. So, und jetzt markiere ich mal hier bloß, wo ich hier durchbohre. Zwei Kabel kommen hier durch. Deswegen ist das Loch jetzt ausreichend groß. So, hier wieder eine Kabeldurchführung rein, dass nichts aufscheuert. Ich meine, da sind immer Vibrationen beim Traktor, da muss nicht hier auch irgendwas aufscheuern. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier mit zwei Kabel durchkomme. So, das zweite Kabel ist jetzt auch drin. Das Kabel, das ist das, was wir vorhin schon gemacht haben. Das ist von der Steckdose. Die Steckdose habe ich jetzt noch mal hingebaut. Hier eben die Steckdose jetzt hat. Davon geht das Kabel hierher. Beide Kabel, beide Adern. Und das kommt von der Batterie. Und wenn jetzt der Schalter da ist, ich nehme jetzt, wo ist der Schalter, den ich das letzte Mal gezeigt habe. Ich glaube, den habe ich schon aufgeräumt. Den verbaue ich nicht. Diesen Vorwärts-Rückwärts-Schalter. Und vor allem, das ist zwar nicht der Grund. Der Grund ist, er ist nicht wasserdicht. Ich brauche einen wasserdichten Schalter. Da bohren wir hier und dann soll das Ganze ja natürlich auch wettergeschützt sein. Der andere war es nicht. Deswegen habe ich jetzt neu bestellt. Der kommt wahrscheinlich morgen oder so. So, jetzt machen wir hier schnell einen Ölwechsel beim Janmar. Ist sicher auch mal wieder notwendig. Hier ist der Ölfilter. Da müssen wir jetzt die Schraube da unten abmachen. Ich glaube, die zwei Schrauben da oben auch noch schnell. Ach, man kommt jetzt halt wirklich blöd hin. Ja, Ölablassschraube selber ist hier. Ich glaube nicht, dass wir jetzt an den Ölfilter so rankommen. Ich meine, das müsste der sein hier. Das nächste, wenn ich gerade dabei bin und hier die Seite abschraube, dann schaue ich mir doch gleich mal die Dieselleitung an. Die müsste ich nämlich auch mal neu machen. Die ist stellenweise porös. Und vielleicht fahre ich einen Frontlader auch gleich hoch, dann stört der zumindest nicht. Laufen lassen muss ich ihn jetzt eh. Am besten lasse ich ihn jetzt ein bisschen laufen im erhöhten Standgas, so 10 Minuten. Wobei, könnt ihr mich gern korrigieren, mittlerweile ist mir gesagt worden, dass das gar nicht mehr so wichtig ist bei den modernen Ölen, dass man den vorab laufen lässt, die Motoren. Das macht überhaupt nichts angeblich. Schreibt es mal gern, was ihr meint. Das kommt wohl von früher her noch mit diesen Einbereichsölen. Mittlerweile ist es ja so, dass diese Öle, ich habe jetzt zum Beispiel, wo ist mein Öl? 5W30 nutze ich jetzt hier, 10W30 oder so könnte man auch nutzen, 10W40. Also zumindest haben die einen Wert von kalt bis warm. Und bei diesen Ölen soll es gar nicht mehr so wichtig sein, dass man die jetzt laufen lässt, weil die eben Mehrbereichsöle sind und fließen bei kalt genauso gut wie bei warm zum Beispiel. Und diese Einbereichsöle haben halt bloß einen begrenzten Temperaturbereich. Aber dürft mal gerne eure Meinung drüber schreiben, bin gespannt. Hier mache ich natürlich jetzt nicht mehr weiter, da warte ich jetzt noch. Da müssen wir im nächsten Video dann weitermachen. Ich habe es jetzt hier bloß abgesetzt. Hier ist die Masse miteinander verbunden. Und hier kommt dann der Schalter dazwischen. Der Schalter, der ist noch nicht da. Und ich brauche erst den Joystick. Bevor ich den Joystick hier nicht einsetze, brauche ich hier jetzt auch nicht weitermachen, weil das ist sonst nur wieder alles auseinanderbauen. Und ja, da warten wir jetzt eben. So. Saubere Hände, das erreiche ich, indem ich hier dagegen drücke und die Schraube im letzten Moment wegziehe. Muss mal schnell sein. Den hier, den habe ich schon mal erneuert. Und dieses kleine Stück, ich glaube, das ist die Dieselpumpe zur Einspritzpumpe. Und das Stückerl müssen wir erneuern. Ihr seht schon, das ist mehrmals geflickt worden. So, lass mal hier noch auslaufen. Dann tue ich gleich mal hier den Schlauch runter. Vielleicht Diesel runterlaufen, wenn ich ihn jetzt hier durchzwick. Aber
Also neuer Dichtring, neuer Kupferdichtring ist drauf, dann machen wir da unten wieder zu. Nehmen wir ein bisschen Altöl schnell. Wobei es wurscht ist, dann streichen wir hier die Dichtung einfach ein bisschen. So, befüllen kann ich ihn jetzt nicht, weil es natürlich ein, weil der natürlich jetzt so reinkommt, würde ich ihn jetzt befüllen, würde es herauslaufen. Dann schneide ich hier mal den Schlauch auf. So, einmal. Gut. Also Schellen sind drauf und dann tun wir den Schlauch hin. So, das war's. Bin gespannt. Jetzt machen wir einen Benzinhahn wieder auf. Das habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt. Jetzt müssen wir erst Öl nachfüllen. Erst dann können wir ihn anlassen, ob er überhaupt geht. So, und rein mit dem schönen, sauberen, frischen Öl. 3,4 Liter, wie schon gesagt. So, hier ist übrigens der Luftfilter. Den schaue ich auch noch mal kurz nach. Da vorne ist noch so ein Sieb drin. Das können wir auch noch nachschauen. Schauen wir mal. Ihr habt es gemeint, im Luftfilter könnten eventuell Mäuse drin sein, weil von dem Gestank her. Also Mäuse sind hier nicht drin. Hier alles sauber. Bis auf den Luftfilter, der gehört einmal erneuert. So. Ja, das gehört sauber gemacht. Und das Saubere wieder rein. Na, wie war das jetzt drin? So. Ein Luftfilter bestelle ich jetzt dann. Da ist jetzt der alte noch drin. Mich interessiert jetzt, ob er geht. Weil wir ja den Schlauch offen gehabt haben. Oder ob wir noch irgendwas entlüften müssen. Gut. Öl ist drin. Öl ist dicht. Probieren wir doch mal. Ja, schaut gut aus. Alles dicht, dann bauen wir es wieder zusammen. Abdeckung wieder drauf. Ich mache jetzt noch schnell die ganzen Schmiernippel hier, was ich hier am Janmar so finde. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.